Seid mir grüßt, meine Pokéfreunde. Hier ist wieder mal der Marcel. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Pokémon-Karten-Video. Mit dabei wieder meine bessere Hälfte. Hallöchen. Und wir haben heute eine wunderbare Box am Start. Und zwar diese Celebrations Pikachu-Kollektion. Und zwar ist das nicht die normale Pikachu-Spezialkollektion, sondern die Pikachu-Spielunterlagen-Kollektion, die exklusiv bei Smith Toys erschienen ist. Und die packen wir jetzt auf und sehen uns dann an. So, da sind wir wieder. Wir haben die Box ausgepackt und ihr seht schon, hier unten ist die neue Matte. Es ist wirklich eine Spielmatte. Ich war mir noch nicht ganz sicher, ob es wirklich eine Matte ist oder Spielunterlage. Könnte ja auch so ein Papierding heißen, so ein Papierposterding heißen, wie es sonst immer in Deutschland war. Aber nein, wir haben tatsächlich eine Matte bekommen in Deutschland. Das ist die erste Matte. Also ich mache seit 4 Jahren diese Videos. Das ist das erste Mal, dass wir in Deutschland eine Matte bekommen. Könnt ihr mal, wenn ihr da mehr erfahren habt, sagen, wann ihr zuletzt mal eine Matte in einer deutschen Box hattet. Ziemlich cool. Ich zeige euch die Matte mal hier. Wir haben hier einmal diesen Pikachu-Schweif und dann hier unten das 25 Jahre Train-On Pokémon-Logo vom 25-jährigen Jubiläum. Oben natürlich wieder das Logo vom TCG. Man kennt es. Ich denke, wir werden jetzt in den nächsten Openings, wo wir Celebrations öffnen, mal hier liegen lassen. Ist sehr hochwertig vom Gefühl her. Hier haben wir noch die Starter drin. Alle Generationen sind vertreten. Sieht sehr cool aus, der Übergang von diesem etwas helleren weiß-gräulichen zu unten ganz schwarz. Wirkt auf jeden Fall sehr schön, oder? Ja. Gut. Dann hatten wir natürlich noch in der Box ganz viele andere tolle Sachen, aber die gibt es auch in der normalen Pikachu-Kollektion. Und zwar haben wir hier die riesige Pikachu 4 Union Karte. Ein bisschen doof, hier, mich hier rumzuschlawenzeln. So, so, so. So, 4-mal Pikachu V in der Union Form. Wie man das spielt, weiß ich tatsächlich immer noch nicht. Ich habe mir schon mal erklärt, aber ich werde es wahrscheinlich immer nicht zusammenkriegen. Auf jeden Fall sind es 4 Karten, die als ein Pokémon funktionieren. Haben verschiedene Attacken, KP und so. Man kennt es. Ja. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus vom Design her, finde ich persönlich. Eine der schöneren V-Union-Karten, weil da so viele verschiedene Pikachus drin sind. Was sagst du als Pikachu-Experte? Ich finde die süß. Sehr schön. Ja, das war hier drin. Dann, das, was ich letztens im Stream meinte, ist da noch eine Professor-Karte drin. Die ist auch in den anderen V-Union-Boxen drin. Und zwar haben wir hier einmal Professor Burnett als Promokarte. Die ist, glaube ich, in jeder V-Union-Kollektion drin. Das heißt, wenn ihr eine kauft, habt ihr diese Promokarte und seid schon mal in der Hinsicht safe für eure Sammlung. Ziemlich nice. Und natürlich gibt es einen Code, der das Ganze online freischaltet. Den werde ich mir erstmal selbst gönnen. Wobei wir von den Pikachu-Boxen noch welche haben zur Not. Ja, und ich glaube, man darf eh nur einmal dieses 4er V-Union-Set im Deck haben. Und dann würde ich sagen, ich lasse das mal hier liegen, weil es schön aussieht, oder? Ne, lass es nicht. Ich leg's mal da an, das ist die Facecam, dann stört's nicht. Haben auch Booster, genau, Booster haben wir auch noch. Und zwar, die normale Pikachu 4 Union-Box hat nur 4 Celebrations und 2 normale Booster. Hier haben wir 6 Celebrations und 3 normale Booster. Ja, 2 Booster mehr, also ein Pack, wie man so schon sagt. Also ein so ein Bundle aus 2 Celebrations, einem normalen Booster. Ja, dann gib mir die normalen Booster und du machst die Celebrations auf, dann du hast nichts geöffnet. Okay. Wir machen es mal so, erst einen normalen und dann 2 Celebrations. Okay. Das habe ich so eingebürgert und das hat sich so bewährt. Gut. Wir starten mit Schaurige Herrschaft, mit Galar Lavados. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr auch die Box habt oder ob ihr die normale, ich kann ja kurz die normale Box zeigen, steht hier auch. Das ist die normale Pikachu-Box, die ist einfach nur etwas schmaler und hat halt die Matte nicht drin und halt weniger Booster. Trotzdem auch genauso schön. Kostet natürlich ein bisschen weniger. Ja, los geht's mit Lavados. Genug geredet, Tina schläft schon ein. Drückt uns die Daumen, das ist ein gutes Ziel, denn bis jetzt haben wir von dem Set 18 Booster geöffnet und jetzt haben wir nochmal 6 weitere und ich hoffe natürlich, dass die Puls uns treu sind. Na klar. Aber das Set Celebrations gönnt halt extrem gut. Wasserenergie, dann haben wir die gute Flavia, ein Alpollo, dann haben wir Sophora, Galaporenta, Hornliu. Das macht gerade Bauchtraining am Ast, wie es aussieht. Quasi Sit-Ups. Sneebel, oder es hat einfach Angst vor dem Scarabon, was unten drunter ist und es ärgert. Chimpep, Jürgen Kloptopus, Käufwaff und... Oh, ein Bibon Holo. Immer eine Holo. Dann würde ich sagen, dass du die ersten beiden Celebrations Booster öffnen. Du musst keinen Kartentrick machen. Aufreißen. Ja, reiß auf. Es gibt keinen Karten. Also, die letzte Karte ist die Rare und okay. Auf dem Reveal-Slot, also auf dem vorletzten Slot, da ist die alte Karte eventuell. Okay. Das, was alle haben wollen. Also, Premiere. Tinas erster Celebration-Booster. So. Ich sollte vielleicht ins Mikro sprechen, dann hört ihr mich auch. Ein Dialga. Xerneas. Die sind alle Holo. Ach so. Ein Tüten machen wir nachher, außer halt jetzt die wertvollen Karten. Okay. Ja, nice. Dunkles Gyarados. Direkt eine von den alten, das dunkle Gyarados. Haben wir leider schon, aber auch doppelt hält besser. Egal. Ja, dann kannst du mir geben, Tüte ein. Und ein surfendes Pikachu. Ein sehr dickes surfendes Pikachu. Ein sehr, sehr, sehr dickes surfendes Pikachu. Ja, nice. Erster Booster, direkt mal der erste kleine Hit mit dem dunklen Gyarados. Das Schöne an den Karten ist übrigens, dass sie auch hier oben Struktur auf den Holo-Foil haben. Mhm.
Das ist sehr cool. Weiter geht's mit. Achso, stimmt. Tina ist nochmal. Ich wollte mich vordrängeln. Ich pack das Surfing Catch auch mal ein. So. Und ein Palkia. Hatte ich das nicht eben schon? Ah, ne, Dialga. Ein Reshiram. Das ist okay, wenn du nicht unterstützt. Ein Smokmok. Nein, ein Cosmog. Meine ich ja. Cosmog. Und ein Lunala. Das ist auch schön. Aber die ist schön. Ich bin dran. Jetzt darf ich mit meinem nächsten Schauer-Jaschach-Booster. Ich hoffe, ich habe euch gerade mit dem Mikro nicht irgendwie die Ohren weggesprengt, aber ich muss das kurz justieren hier. Mit zwei aufnehmen ist anders als mit einem. Logischerweise. So, einmal für euch, Schauer-Jaschach. Viel Spaß damit. Es ist ein tolles Set, gibt ein paar schöne alternative Artworks und ein paar sehr gut spielbare Karten. Deswegen denke ich, wird sich der eine oder andere freuen können. Und wir starten mit der Pflanzenenergie. Da haben wir die Handschuhe der Redlichkeit, der Hügel des Dünerbaums, ein Fleckleon, Schnäppke, Krabox, Galar-Fleckmon mit der goldenen Glatze, Schneebedeck, Toxiped, der uralte Friedhof und ein Quadermark. Das Quadermark habe ich schon so oft gezogen. So, ein Iveltal. Seekrom. Ja, läuft. Hey. Direkt schon hier die alte Karte. Moment, das haben wir noch nicht. Die ist auch schön. Mhm. Aus den Diamant-Perl-Zeiten müsste das sein. Genau. Und ein Forschung des Professors. Auch eine schöne Karte. Ja, läuft. Gibst du mir so ein Sleeve? Kannst du mir geben, ich sleeve das. Ich muss ja noch eine aufmachen. Genau, du musst noch eine öffnen. Aber bis jetzt auf jeden Fall zwei alte Karten schon mal. Also zwei von den alten Reprint-Karten. Kann man machen. Du darfst gerne mal einen Code zeigen. Oder mach das bei den nächsten beiden. Dass du mal einen Code zeigst. Also bereitet euch vor. So, ein Dialga. Ein Seekrom. Hatten wir eben auch schon. Reshiram. Und ein fliegendes Pikachu. Ja, die Pikachus sind auch echt oft in den Boostern. Also da haben wir einige. Weiter geht's mit Schauriger Herrschaft. Ja, die sind seitlich. Okay. Das wird dann lustig, wenn die seitlichen Sleeves und die oberen Sleeves gemischt sind. Dann die Karten rausholen, weil du nicht weißt, wo die Öffnung ist. Mhm. Ein Albtraum. Jo. Das mit dem Mikro ist ein bisschen doof. Wir müssen uns dringend noch so Ansteckmikros kaufen, wie die Moderatoren haben, die professionellen. Roll um! Dann haben wir die Mila, der Nebelkristall, Memmion im Wasserfall, Scaraborn, Porygon, Galaporenta, Botogel, Golbit und immerhin noch ein Metagross V. Kleiner V-Hit noch, nice. Kann man mitnehmen. Eide? Ein Booster für euch. Ach Quatsch. Hab's falsch gemacht. Jetzt könntest du es einscannen. Jetzt müsst ihr es einscannen. Ihr könnt es nicht eintippen, weil der Code nicht gezeigt wurde. Naja, passiert. Und jetzt nochmal Daumen drücken. Ein Lugia. Iveltal. Reshiram. Und ein Pikachu. Oh, das dicke Full Art Pikachu nochmal. Nice. Gibt's zwar auch ziemlich oft, aber ist natürlich eine wunderschöne Karte. Und ja, lässt sich irgendwann sehen. Aber ihr seht, die Booster gehören gut. Wir haben jetzt, wie viel haben wir jetzt geöffnet davon? 5. Und wir haben schon 1, 2, 3, 4, 5 Hits. Jeder Booster ein Hit. Ein Cosmog. Iveltal. Bitte. Nein. Oh. Doch, wow, Mewtwo EX, oh nice, die haben wir auch noch nicht, richtig cool. Aus den Zeiten, ups, aus den Zeiten von X und Y. Warte, danach kommt, glaube ich, der Professor Eich. Ich bin ein Hellseher. Ah, cool. Ah, nee, Lunala war's. Lunala! Ich hab's verkackt. Boah, die ist überall strukturiert, aus. Oder? Ja. Nice. Wie gut. Ja, die haben wir auf jeden Fall noch nicht, die fehlt uns noch. Und ich glaube, die ist auch eine von den etwas wertvolleren. Juhu! Aber auf jeden Fall schön, wir brauchen eh alle für die Sammlung, deswegen sehr cool. Mewtwo X aus den Zeiten von XY. Auch eine schöne Karte. Das bedeutet, wir haben einen Hit gehabt in, also beziehungsweise zwei in den Schauri-Herrschafts-Booster mit dem Bibo in Holo und dem Metagross V in V. Dann hatten wir drei Hits auf dem Rare-Slot in den Celebrations-Boostern mit dem Pikachu, dem fliegenden Pikachu und dem surfenden Pikachu. Es war sehr Pikachu-lastig. Mhm. Aber ich glaube, es ist das Set halt so. Aber ist auch nicht schlimm.
Und drei alte Karten, von denen uns auch schon mal zwei fehlen. Und das Garados kann man auch gut mal doppelt benehmen. Playset muss gesammelt werden. Dunkles Garados, Lepomentas und das Mewtwo X. Dunkle Garados einmal Lieblingskarten, weil es aus den Rocket-Karten ist, die ich damals als Kind nicht sammeln konnte. Ja. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, welcher Hit der Hit für euch des Videos war. Und wir werden jetzt mal die anderen Karten noch einsleeven. Und ja, denkt dran, die tolle Matte, ne? Wenn ihr die Kollektion irgendwo kriegt und die Matte noch eine Matte braucht, sieht echt nice aus. Kann man sich mitnehmen. Auf jeden Fall. Leider Smithtoys Exclusive, das heißt, ihr seht sie entweder bei Smithtoys zum normalen Preis oder bei irgendwelchen anderen Händlern, die die Boxen von Smithtoys kaufen und dann natürlich mit einem kleinen Aufschlag an euch verkaufen. Ja. Am besten bei Smithtoys gucken. In dem Sinne, euch allen noch einen schönen Tag und wir sehen uns am Mittwoch mit dem nächsten Video oder halt in einem Livestream, zum Beispiel heute Abend um 20 Uhr auf YouTube. In dem Sinne, auf Twitch. In dem Sinne, bis dann, tschüss, euer Marcel. Ciao.